Thema, IP-Video-TFE. Ein Thema, was wir jetzt ja schon seit knapp anderthalb, 2 Jahren bedienen. Ich glaube, im Ende 2016 haben wir ein Gerät eingeführt. Erstmalig eine Inhaltlich ist es so, Türsprechanadel, die dass IP-basiert quasi ist. hier Und die zwei da werde ich heute Referenten sitzen, Lars Brückner, euch Thorsten Kirstein, diverse und wir Dinge dazu euch erzählen. das Thema Hardware vorstellen wollen. Die harten Fakten der IP-Video-TFE. Die IP-Video-TFE hat eine Besonderheit. Sie lässt sich sehr, sehr gut in Smart Home integrieren. Wie das funktioniert, möchte ich euch auch vorstellen und welche Möglichkeiten man damit so beim Kunden erhält. Das ist eine sehr, sehr, sehr einzigartige Funktion. Das gucken wir uns gleich an. Und dann möchte ich natürlich auch mit euch Live-Beispiele machen in der Praxis. Wir haben hier die Hardware entsprechend aufgebaut. Ich werde euch dann halt die IP-Video-TFE einmal in Betrieb nehmen. Wir werden dann mal versuchen, da ein bisschen was mitzuarbeiten, in Verbindung mit einer ES-Anlage dann dahinter. Und am Ende des Webinars, so ungefähr eine halbe Stunde, solltet ihr dann hoffentlich genug Fragen noch haben, die der Thorsten nicht alle beantwortet hat, sodass wir dann am Ende nochmal gemeinsam vielleicht ein, zwei Punkte klären können. Gut. Ja, die IP-Video-TFE ist erstmal eine SIP-Türstation. Mit anderen Worten, sie ist geeignet, um über das Netzwerk entsprechend angesteuert zu werden und dann eine SIP-Verbindung aufzubauen. Die harten Fakten sehen so aus, dass sie erstmal ein Edelstahlgehäuse hat, V4A. Das ist seewasserfeste Edelstahl. Sie hat eine Wasser- und Staubschutzklasse IP65. Das bedeutet, sie ist strahlwasserfest. Sie kann also wirklich direkt in Regen montiert werden, ohne irgendwie ein entsprechendes Regendach. Sie ist PoE-fähig, das heißt, sorgt bitte beiseits dafür, dass ihr eine entsprechende Stromversorgung habt in Form eines PoE-Switches oder eines PoE-Injektors. Alternativ könnt ihr ein Netzteil aufschalten, aber dieses Netzteil wäre auch entsprechend bauseits bereitzustellen. Wir empfehlen dann einfach der Einfachheit halber die entsprechende Unterstützung durch einen Switch. Die IP-Video-TFE hat selbstverständlich auch Onboard-Relais. Sie haben zwei Relais drauf mit einer entsprechenden Schaltleistung von maximal 48 Volt Gleichspannung, 30 Volt Wechselspannung, 1 Ampere, sodass dann auch ein Türöffner oder auch mal ein entsprechendes Licht geschaltet werden kann. IP macht in dem Moment Sinn in Verbindung mit einer Kamera. Wir haben eine sehr hochwertige Kamera geschaltet. Die hat als Besonderheit einen 170-Grad-Blickwinkel. Damit tragen wir natürlich so ein bisschen Rechnung, dass häufig die Türsituation so aussieht, dass die Sprechanlage neben der Tür montiert wird. Und da solltet ihr auch bitte beim Vergleich mit irgendwelchen anderen Wettbewerbsprodukten darauf achten. Manche Hersteller bezeichnen Kamera als Weitwinkelobjektiv, haben dann aber vielleicht nur 111 Grad. Und damit ist dann bei einer solchen Situation, wo dann die Türstation flächenbündig neben der eigentlichen Tür montiert wird, eigentlich nichts mehr zu sehen. Bei 170 Grad Blickwinkel habt ihr tatsächlich denjenigen, der vor der Tür steht, auch noch im Blick. Ist eine HD-Auflösung mit 1280 mal 720 Pixel. Die Besonderheit, die das Ganze auch so ein bisschen wieder einzigartig macht, neben der anderen Spezifikation, ist ein eingebautes TFT-IPS-Display mit einer Auflösung von 480 mal 320 Pixeln. Ich sage das direkt jetzt hier, es ist kein Touch, es ist rein eine entsprechende Darstellung. Wir nutzen dieses Display als Klingelschild und dieses Klingelschild hat bestimmte Besonderheiten. Das zeigen wir dann gleich halt hier im Laufe des Webinars noch. Und auch ganz wichtig bei Kamera, die natürlich in einem Außenbereich installiert wird. Ganz, ganz wichtig, es gibt sehr, sehr hohe, strenge Auflagen im Bereich des Datenschutzes in Deutschland, aber auch in Österreich und anderen Ländern, Schweiz zum Beispiel, bezüglich der Aufnahme des öffentlichen Raumes. Straße, Eingangsbereich ist öffentlicher Raum. Und wir haben hier diese Rechnung getragen. Die Türstation hat eine entsprechende Datenschutzoption, wonach die Kamera zunächst erstmal nur dann aktiv ist, wenn geklingelt wird. Das heißt, im normalen Ruhezustand
zeichnet die Kamera erstmal nichts auf. Wir haben ganz neu ein zweites Gerät eingeführt. Die IPvideo TFE 1 ist jetzt seit knapp anderthalb Jahren erhältlich, hat einen Klingeltaster und vor knapp 6 Wochen eingeführt haben wir die IPvideo TFE 2 und wie der Name schon sagt, hat sie 2 Klingeltaster. Ich habe sie hier rechts im Bild. Sie ist etwas breiter, weil die Klingeltaster neben dem Display sind. Bei der IPvideo TFE 1 ist der Klingeltaster unter dem Display. Die Höhe ist immer gleich, aber sie sind etwas breiter ist die TFE 2 geworden. Ansonsten sind die Spezifikationen der IPvideo TFE 2 identisch. Das heißt, das, was ich euch gerade erzählt habe, die harten Fakten gelten für die Video TFE 2 gleichermaßen. Bei einer Kamera kommt natürlich auch immer die Frage, was kann ich mit der Kamera machen? Wo wird mit solche das Kamerabild dargestellt? In Verbindung mit einer ES-Anlage, mit einem Kommunikationssystem aus unserem Hause, wird an einem ST45IP am Tischtelefon sozusagen, aber auch in der Software am TK Suite Client ES das Bild angezeigt und sind wir schon ein bisschen stolz drauf auf als sehr, sehr einzigartige Funktion. Selbst in einer Multizelle, wenn ihr ein großes Deckt-IP-Areal oder ein großes Areal mit Deckt-IP-Komponenten abzudecken habt, habt ihr auch die Möglichkeit, an einem Deckt-Handteil mit dem Deckt-60-IP und mit dem 65-IP die Bildanzeige dem Kunden zu ermöglichen, sodass er selbst in einem größeren Objekt, größeren Privatbereich, aber auch Werkstatt im werblichen Einsatz, Unternehmenseinsatz tatsächlich die Bildanzeige am Handteil ermöglicht. Zusätzlich haben wir selbstverständlich auch für unsere Smartphones diverse Apps, einmal für iOS und einmal für Android, als Besonderheit und vielleicht in dem Moment als kleine Einschränkung. Bei den Apps ist es so, dass die Bildanzeige als Anruflisteneintrag erfolgt, das heißt nachträglich. Wer ein Live-Bild haben möchte, es gibt in den diversen App-Stores diverse Apps, die für Türstationen geeignet sind. Da müsstet ihr bitte allerdings dann die App-Stores durchschauen. Eine Empfehlung können wir da jetzt so nicht aussprechen, aber ihr habt die Möglichkeiten, da die entsprechenden Apps zu nehmen. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch die anderen Händler, Kollegen fragen nach Erfahrungswerten. Dann nehmt da einfach die Anfrage bei uns im Diskussionsforum, bei uns im Partnerbereich. Da wird sicherlich auch dann der ein oder andere eine Antwort geben können, welche App dafür geeignet ist für ein Live-Bild. Das sind dann meistens ZIP-Apps, die dann auch Türunterstützung haben. Die Besonderheit bei einer IP-Komponente ist natürlich, dass sie übers Netzwerk konfiguriert wird. Und die erste Problematik für euch in der Inbetriebnahme ist letzten Endes schon, dass ihr erstmal das Gerät nicht findet, weil ihr nicht wisst, welche IP-Adresse es habt. Wir haben das etwas elegant gelöst. Ihr könnt beim Starten der Türstation, nachdem ihr sie mit dem PoE-Switch kombiniert habt, angesteckt habt, die IP-Adresse ablesen und die Netzwerkkonfiguration wird dann im Display der Türstation angezeigt. Selbstverständlich könnt ihr auch unser Acfeo-Werkzeug nehmen, um dann das Netzwerk durchsuchen zu lassen nach den entsprechenden Acfeo-Komponenten. Auch dort wird die IP-Video TFE aufgelistet und ihr habt dann die Möglichkeit, da direkt den Zugriff auf die Web-Oberfläche der Türstation zu machen. Ganz, ganz wichtig. Thema Tür ist ja sowieso schon immer so ein bisschen für den einen oder anderen ein bisschen knifflig. Hier ist besonderen Wert bei der Entwicklung gelegt worden, dass sie wirklich sehr, sehr einfach in Betrieb zu nehmen ist. Das werden wir uns gleich auch noch angucken. Die komplette Webkonfiguration der IP-Video TFE ist sehr, sehr einfach. Man könnte fast sagen, die einfachste IP-Video-TFE-Sprechstelle, die es so am Markt irgendwie gibt, weil sie wirklich sehr, sehr übersichtlich in der Konfiguration und vielleicht auch intuitiv in der Konfiguration ist. Das nächste Thema, was ich gerne euch noch mit auf den Weg bringen möchte, es ist eine SIP-TFE. Das bedeutet, all das, was ich Ihnen jetzt gleich so zeige, ist nicht nur den Acfeo ES-Systemen vorbehalten, sondern kann selbstverständlich auch mit anderen SIP-Telefonanlagen genutzt werden. Im Handbuch der
IP-Video TFE haben wir ein Beispiel aufgenommen, wie ihr die IP-Video TFE an einer AVM-Fritzbox betreiben könnt. Gleichermaßen lässt sich auch die SIP TFE natürlich mit anderen Telefonanlagen SIP-basiert in Verbindung nehmen, in Betrieb nehmen. Es gibt natürlich ein Komma, aber bitte habt Verständnis, dass wir jetzt nicht alle Systeme am Markt entsprechend testen können. Und da SIP jetzt nicht gleich SIP ist, gibt es natürlich da immer so ein bisschen die Einschränkung, dass wir nicht 100% garantieren können, dass nachher der Betrieb wirklich funktioniert. Aber grundsätzlich ist das System erstmal sehr, sehr kompatibel mit sehr, sehr vielen Systemen am Markt. Und das solltet ihr im Hintergrund halten. Das ist nämlich ein Gerät, was eben nicht nur mit einer ArcFeo-OS-Anlage in Betrieb genommen werden kann. Wir bezeichnen die IP-Video-TFE übrigens als die einzig wahre Sprechstelle für das Smart Home. Und hier kommt so ein bisschen die Besonderheit jetzt auch der Türstation ins Spiel. Denn die Besonderheit ist ja das Display. Und dieses Display kann ich letzten Endes verändern. Diese Veränderung, dieses Display, funktioniert durch einfache sogenannte HTTP-Requests. Das heißt, andere Geräte senden uns, der TFE, einen Befehl über das Netzwerk. Und dann reagiert die TFE darauf kann entsprechend zum Beispiel das Display verändern. Für die Displayveränderung haben wir zwei Einsatzszenarien. Das eine ist natürlich der längerfristige Austausch von so einem Klingelschild, wo ihr dann einfach zum Beispiel Vertretungsanzeigen machen könnt, wo ihr Notdienste aktivieren könnt, wo dann einfach eine Apotheke, ein Arzt zum Beispiel freitags mittags um 14 Uhr dann auf den Notdienst hinweist oder fürs Wochenende die entsprechenden anderen Kollegen verweist, die dann halt fürs Wochenende den Notdienst haben. Ihr könnt saisonale Grüße machen, auch ganz praktisch, wenn man vielleicht mal Weihnachten da einen kleinen Tannenbaum mit anzeigt oder sowas. Ihr könnt, wenn ihr ein Paket erwartet, auch natürlich den Postboten darauf hinweisen, wo er das Paket abzulegen hat, weil einfach das Klingelschild längerfristig dann ausgetauscht werden kann. Und als zweites Szenario habt ihr auch eine kurzfristige Möglichkeit, Status- und Meldeinformationen auf das Display zu geben. Da gucken wir uns gleich noch an, was damit gemeint ist. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ihr das Haus verlasst, dass dann vielleicht eine Information kommt aus dem Smart Home heraus, dass vielleicht noch ein Dachfenster geöffnet ist und ihr entsprechend das Dachfenster lieber schließen sollt. Dazu hat für diese Funktionalität hat die Sprechstelle einen festen Speicher von 10 Grafikdateien, den könnt ihr dann entsprechend beschreiben und hinterher dann diese Grafikdateien als Klingelschild auswählen. Und zusätzlich könnt ihr solche Status- und Meldeinformationen auch noch mit einem Ton unterlegen, sodass dann die Aufmerksamkeit etwas erhöht wird. Es gibt 5 feste Tondateien, die sich jetzt nicht tauschen lassen. Da ist es ein positiver Quittungston, ein negativer Quittungston. Wir haben 2 Sirenen integriert, um eine gewisse Differenzierung von einer Alarmierung zu ermöglichen. Und noch ein Hundegebell als Einbruchsabschreckung ist dort mit vorhanden. So kann das aussehen. Ich habe euch hier mal ein paar Bilder gezeigt als Screenshot von dem Display dann her. Die Steuerung funktioniert über normale HTTP-Links. Wie das funktioniert, ist in einer ausführlichen API-Beschreibung definiert. Und das ist ein PDF-Dokument, was bei uns im Download steht. Für bestehende Türsysteme gibt es ein Firmware-Update, wo ihr die IP-Video-TFE, die ihr vielleicht letztes Jahr verbaut habt, mit einem Update nachrüsten könnt. Und genau dort bei dem Download findet ihr auch die Beschreibung. Ich habe sie allerdings auch heute als zusätzliches Dokument hier in dem Webinar mit integriert. Das heißt, wenn ihr rechts am Bildschirmrand, in der Regel rechts bei euch am Bildschirmrand, in dieses Bedienpanel von dem GoToWebinar schaut, dann habt ihr dort die Möglichkeit, euch das PDF herunterzuladen. Würde mich freuen, macht davon Gebrauch. Dort ist alles nochmal zum Nachlesen, wie das letzten Endes funktioniert. Ich habe unten mal hier im Bild 2 beispielhafte HTTP-Befehle aufgeführt. Der erste Befehl macht eine Benutzeranmeldung mit seinem Benutzer und Passwort.
geht dann auf die IP-Adresse von der IP-Video-TFE und sendet dann den Befehl Version 1, V1, Show Image und dann Index 10. Damit wird das 10. Klingelschild dann in die Sprechanlage integriert oder dann entsprechend aktiviert. Und das Zweite wäre dann zum Beispiel eine Einbruchsmeldung. Nehmen wir an, ihr habt irgendwie ein Smart-Home-System, nicht nur jetzt von Acfeo, sondern eben auch ein Gira-Smart-Home-Server oder ein Homey oder andere Komponenten, die entsprechend in der Lage sind, HTTP-Befehle zu senden, dann könntet ihr auch in dem Moment, wenn jetzt irgendwie ein Türsensor was auslöst oder ein Fensterkontakt was auslöst, könntet ihr auch eine entsprechende Einbruchmeldung irgendwie machen. Hier unten der untere Befehl, der sendet einen Text als eine Zeile, nur den Text Einbruch. Er sendet noch den dritten Ton, damit wird eine Sirene ausgegeben. Für maximal jetzt 5 Sekunden, ist natürlich jetzt zu kurz quasi, könnte man eben auch andere Werte nehmen und mit höchster Lautstärke, weil darüber auch die Lautstärke zu definieren ist. Das sind jetzt einfach mal so die so Beispiele. Ich habe einen Notdienst von der Apotheke euch mal im Bild gemacht. Ihr könntet genauso gut, wenn ihr das Haus verlasst, auch über einen Transponder zum Beispiel euch eine Meldung ausgeben lassen, dass die Alarmanlage jetzt scharf geschaltet ist. Das haben wir auch auf der Light in Building gezeigt. Wenn ihr das, die da waren, vielleicht nochmal so ein bisschen reflektieren, könnt ihr das noch entsprechend nachschauen. Oder euch erinnern zumindest. Ups, da war ich jetzt ein zu weit. Ich wollte jetzt eigentlich in den Live-Bereich reinkommen. Ich möchte mit euch ganz kurz das natürlich auch einfach mal machen. Und dann springe ich mal ganz schnell auf die Türstation. Die Türstation hat eine IP-Adresse entsprechend und die rufe ich dann über einen ganz normalen Browser auf. Und wenn ich mich dann einlogge, habe ich halt entsprechend hier den normalen Menübaum. Es fängt an mit einer normalen Netzwerkkonfiguration, wo ich halt eine DHCP oder eine statische Konfiguration vornehmen kann. Ich kann etwas zu meiner Videoauflösung sagen, zum Bildwechselfrequenz. Und hier habt ihr auch bei der Bilderfassung nur bei Klingelruf, das ist diese Datenschutzoption, die ist momentan aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass ich das Bild auch unabhängig von einem Klingelereignis bekomme, dann kann ich diese Datenschutzoption deaktivieren. Achtet dann allerdings bitte auf die gesetzlichen Vorgaben mit Aufnahme des öffentlichen Raumes. Ich übernehme mal die Darstellung hier ein bisschen, denn dann kann ich gleich so ein, zwei Sachen mehr machen. Und wir haben jetzt hier keinen öffentlichen Raum. Ich bin hier im Schulungsraum. Außer dem Thorsten werdet ihr wahrscheinlich dann gleich keinen sehen. Gut, lasst uns mal die IP-Video-TFE noch kurz in Betrieb nehmen. Nachdem sie jetzt hier einmal die Bilderfassung bei Klingelruf wechselt, macht die einmal einen Neustart. Das dauert jetzt eine gewisse Zeit. Und danach werden wir wieder online sein. So, ich habe mich wieder anzumelden, weil die Anlage jetzt einmal einen Neustart gemacht hat. Im Standard habt ihr ein Benutzer-Admin mit einem Passwort-Admin. Da logge ich mich jetzt kurz ein. Und ich möchte jetzt als erstes die in Betrieb nehmen mit einer Telefonanlage von uns. Dazu soll sie sich bei uns anmelden an einer Acfeo ES-Anlage. Und ich springe dazu auf den Menüpunkt SIP-Konfiguration. Und wie ihr seht, ist das sehr, sehr übersichtlich gehalten. Wir haben das auf das Notwendigste reduziert. Ihr könnt hier die entsprechenden Angaben machen, an welcher Telefonanlage, welche IP-Adresse sich das Gerät anzumelden hat. Das ist bei mir jetzt hier 192.168.100.31. Als Benutzername nehme ich jetzt einfach mal Video-TFE und als Passwort einfach vielleicht mal 1234. Ein Authentifizierungsname braucht ja unser ES-Kommunikationssystem nicht. Deshalb übernehme ich das jetzt einfach auch ohne Authentifizierungsname. Und dazu versucht jetzt die Türstation, sich an unserer Acfeo ES-Anlage mit diesen Daten anzumelden. Der Status ist rot. Ich habe noch keine Anmeldung geschafft. Ganz einfach deshalb, weil für die Acfeo ES ist das ein neues Gerät. Dieses Gerät muss ich dann halt entsprechend erst berechtigen, sich mit mir zu verbinden. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich gehe dazu einmal in den Menüpunkt Hardware-Geräte-Einstellung auf einer ES-Anlage mit der entsprechenden IP 100.31 war das bei mir. Dort
sind die Geräte aufgebaut oder aufgelistet. Und hier finde ich schon einen Eintrag. Dieser wurde jetzt automatisch erstellt durch diesen Anmeldeversuch der Türstation. Hat das ES-Kommunikationssystem gemerkt, dass er sich jetzt ein Gerät verbinden möchte. Das ist die Video-TFE. Und ich muss nur noch das Passwort eintragen, das, was ich in der Türstation hinterlegt habe. Das war 1234. Ich übernehme das. Und jetzt kann das eine gewisse Zeit natürlich dauern, weil die Türstation regelmäßig sich bei dem ES-System wieder versucht anzumelden. Das kann ich ein bisschen beschleunigen, indem ich jetzt auf der Türstation vielleicht einfach nochmal ein Übernehmen mache. Ansonsten würde es automatisch halt nach Zeit, muss ich kurz warten, sich entsprechend aktivieren. So, ihr seht, Status ist grün, ich bin angemeldet und wenn ich jetzt wieder zurückspringe auf das ES-System, habe ich halt auch ein blaues Symbol, die Video-TFE ist entsprechend angemeldet. Die Video-TFE wurde übrigens dann auch von einem ES-System automatisch erkannt. Ich brauche jetzt kein Gerät zu wechseln, dass es eine Türstation ist. Wir erkennen unsere Türstation automatisch. Und wenn ich jetzt möchte, dass quasi ein Ruf erfolgt, so möchte ich natürlich dann auch bei dem Ruf ein Bild ausgeben. Und dazu haben wir hier die Möglichkeiten, zwei URLs abzulegen, die dann bei einem Klingelereignis von der Türstation geholt werden. Das funktioniert eben jetzt nicht nur mit Aqveo IP Video TFE, sondern generell mit gängigen Webcams, die in der Lage sind, ein Motion JPEG oder ein normales Standbild als JPEG-Datei auszugeben. Und die einzige knifflige Sache ist häufig, wo kriege ich diese Links her auf das reine Bild, auf den reinen Stream der Türstation. Da macht es unsere IP-Video-TFE auch wieder sehr, sehr einfach. Ihr habt es vielleicht vorhin schon gesehen. Ich gehe nochmal auf den Bereich Video und hier habe ich die URL-Adressen zur Bildanzeige und die brauche ich einfach nur mir zu kopieren. Ich kopiere mir jetzt hier zum Beispiel mal das Standbild und springe jetzt zurück in die Geräteeinstellung, gehe hier auf das Standbild, habe hier einen Snapshot, füge das Ganze wieder ein, gehe wieder zurück auf die Türstation, nehme jetzt das Live-Bild und kopiere das Ganze wieder, gehe wieder zurück und trage mir das wieder ein und schon bin ich, ups, da einfügen und schon bin ich damit fertig. Ich kann das Ganze übernehmen und habe jetzt eigentlich die komplette Konfiguration schon vorgenommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist letzten Endes eine Rufverteilung zu erstellen. Wo soll dann jetzt quasi die Türstation klingeln, wenn ich den Klingeltaster drücke? Dazu hat die IP-Video-TFE, das ist bei mir hier das Modell mit einem Klingeltaster, eine Türtaste, die ist definiert auf Ruf Nummer 80. Das ist übrigens vorkonfiguriert. Wenn ich hier auf den Klingeltaster gehe, seht ihr, dass die Türstation die Rufnummer 80 auch wählt. Das ist die Rufnummer, die gewählt wird, wenn ich den Klingeltaster drücke. Damit komme ich in der ES-Anlage in diese Rufverteilung der Türstation. Und damit ich dann die Rufverteilung individuell machen kann, nach Vorgabe vom Kunden, springe ich jetzt in die Rufverteilung Türen, um mir anzugucken, wo letzten Endes diese signalisiert. Und ihr seht, ich habe nur eine Default-Rufverteilung, die quasi auf eine Standardgruppe geht. Wenn man jetzt das individuell machen wollte, dass der Türtaster nur zum Beispiel beim Thorsten klingelt, dann gehe ich jetzt hier auf den Taster 1, wähle die Türvariante aus. Ich habe dort noch kein Rufziel, trage jetzt dort den Thorsten zum Beispiel ein. Und in dem Moment, wo jetzt, von mir aus mich auch noch, dann seht ihr vielleicht auch einmal das Bild, Chef Horn, das bin ich. Und jetzt gehe ich einmal schnell zur Türstation, klingel einmal, ups. Und dann müsste eigentlich das Bild kommen. Da stehe ich jetzt. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht. Und der Thorsten ist da hinten. Vielleicht sagst du einmal, hallo da, der Kleine da, das ist Thorsten. Genau. Und springe wieder rum. Das kann ich auch noch notfalls ein bisschen vergrößern, das Bild. Am Ticker Suite, am Telefon habe ich die entsprechende Bildanzeige. Und
Auch ganz praktisch, wenn ich jetzt den Ticker Suite mir öffne, ich habe jetzt einen Anruflisteneintrag und auch dort kann ich mir nachträglich das Bild anzeigen, sodass ich dort dann, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich im Büro dann letzten Endes den Ruf verpasst habe, gucken kann, hat denn der Postbote jetzt heute tatsächlich das Paket abgegeben oder nicht. Vielleicht, weil wir gerade hier im Ticker Suite sind, noch eine kleine nette Funktion in dem Zusammenhang. Ich habe ja diese Datenschutzoption entsprechend ausgeschaltet. Das ermöglicht mir, das Bild auch dann anzuzeigen, wenn unabhängig eines Klingelereignisses erfolgt. Ich habe eine Pinnwand, wo ich mir freie Bilder darstellen kann. Wir haben hier, ich habe jetzt hier mir mal eine Pinnwand erstellt, wo ich ja Bilder von der Webcam, vom Paderborner Rathausplatz oder vom Skiurlaub, von der Talstation da entsprechend mir abrufe. Und auf diese Art und Weise könnte ich jetzt auch mir nochmal einen Bildbetrachtermodus hinzufügen, wo ich jetzt hier wieder den entsprechenden Link angebe. Und wir gehen hier auf den Snapshot, auf die JPEG-Datei und habe dann noch die Möglichkeit zu sagen, automatische Aktualisierung in einem Intervall von x Sekunden. Schließe das Ganze und habe jetzt dort zusätzlich auch noch den Thorsten, der sich dann quasi in 5-Sekunden-Rhythmus auch noch da so ein bisschen mit aktiviert. Genau. Ah, muss gleich die Hand irgendwie hochkommen. Irgendwie, da kommt sie. Entschuldigt. Das ist nur so eine kleine Funktion am Rande als Bildbetrachter. Damit hätte ich die Möglichkeit, dann auch solche Türstationen, aber auch andere Dinge entsprechend mir im Ticker Suite unabhängig vom Klingelereignis darzustellen. Freust du dich schon, weil du gleich zu Schalke fahren darfst? Oder warum hebst du jetzt die Hände hoch? Nein, ich wollte nur den Intervall gucken, wie schnell das refresht und angezeigt wird. Okay, gut. Und dann kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu den Smartphone-Funktionalitäten der Türstation. Ich möchte euch noch ganz kurz eben die Möglichkeiten der Klingelschild-Konfiguration zeigen. Standardmäßig habt ihr hier die Möglichkeit, das Klingelschild über eine JPEG-Datei, die 480x320 Pixel groß sein darf, zu definieren. Alternativ könnt ihr auch manuell für eine schnelle Inbetriebnahme beim Kunden, wenn er jetzt noch keine JPEG-Datei hat, einfach einen Text angeben, wo ihr dann maximal 3 Zeilen dort entsprechend darstellen könnt, als Klingelschild. Ich möchte euch aber auch jetzt die Möglichkeiten einmal kurz zeigen, das Klingelschild auszutauschen. Und dazu muss ich erstmal die Funktionalität aktivieren, damit die Türstation fremdgesteuert werden darf. Diese Funktionalität findet sich im Bereich Erweitert. Und wir nennen das Ganze den sogenannten API-Admin. Diese API-Admin-Funktionalität, das ist die Steuerungsfunktionalität, muss ich erstmal aktivieren und dann kann ich das Ganze übernehmen. Wir haben standardmäßig ein Passwort, denn das Ganze muss ja auch so sicher sein, dass letzten Endes jetzt kein Unberechtigter vielleicht die Türstation fremdsteuert aus dem eigenen Netzwerk heraus. Deshalb gibt es dort immer eine Anmeldung mit dem User API-Admin und dem Passwort, was ihr definiert habt. Das Passwort ab Werk ist auch API-Admin, sodass ihr letzten Endes die Steuerungsfunktion hier notfalls individuell ein bisschen schützen könnt. Die API-Admin-Funktionalität ist also die Steuerungsfunktionalität und das Admin hier links Zugangsfeld ist für die Web-Oberfläche, für die Web-Konfiguration, für die Einrichtung der Türstation. In dem Moment, wo ihr den API-Admin aktiviert habt, wenn ich jetzt nochmal zum Klingelschild zurückspringe, habt ihr die Möglichkeit, bis zu 10 Klingelschilder entsprechend hochzuladen, sodass ich jetzt zum Beispiel als Index 1 mir jetzt mal eine Datei aussuche. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal vielleicht eine Arztpraxis. Das ist jetzt der normale Arztbetrieb. Ich wähle die Datei aus, ich nehme auf Übernehmen und habe dann dort die entsprechende Grafik als Index 1 geladen. Das ist vielleicht der Tagesbetrieb, die Tür ist offen, bitte eintreten, schreibt dann vielleicht der Kunde, der Arzt für seine Patienten an die Tür. Und jetzt möchte er ganz gerne auch noch nach Feierabend vielleicht eine entsprechende Anzeige haben. Dazu nehme ich jetzt hier vielleicht den anderen Index, Datei 2 ist ja noch, Speicherplatz 2 ist ja noch frei, wähle ich jetzt
zum Beispiel die Vertretungsanzeige aus und lade die dann entsprechend wieder in die Türstation hoch. Jetzt ist zum Beispiel geschlossen, Vertretung hat irgendwie jetzt hier Dr. Müller und so weiter. Ich könnte genauso gut auf die Art und Weise natürlich diverse andere Grafiken noch hochladen. Ich nehme jetzt mal vielleicht noch die Grafik Die. Zum Beispiel einfach mal für euch jetzt nochmal so ein Notdienst. Das ist jetzt ein Apothekennotdienst, den ich da jetzt ausgewählt habe. Und diese Dateien, die werden automatisch von uns skaliert. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt eine Grafikdatei 480x320 haben. Ihr könnt auch eine etwas größere haben. Wenn das Seitenverhältnis passt, dann ist auch hinterher die Skalierung entsprechend gut. Insofern braucht ihr euch nicht ganz so drum zu kümmern um die Größe der Grafikdatei. Aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn jetzt Dateien erstellt werden, dass man schon gleich diese 480x320 berücksichtigt. Ja, und wie kann ich jetzt die Dateien entsprechend steuern, schalten? Die Türstation selbst hat keine Zeitsteuerung dazu. Das haben wir bewusst außen vor gelassen. Letzten Endes brauchen wir eine externe Komponente, die jetzt diese HTTP-Befehle sendet. Als einfachstes ist das ein Browser. Als einfachstes ist das euer Smartphone, wo ihr einfach einen Link habt für den Kunden, wo dann einfach der entsprechende Befehl zum Austausch der Grafikdatei einfach per Browser gesendet wird. Habt ihr ein ES-Kommunikationssystem, könnt ihr das allerdings auch natürlich mit den Telefonanlagen-Funktionalitäten machen. Dazu springe ich jetzt allerdings in den Bereich des Smart Home Servers, muss mich dort noch einmal kurz anmelden. Und habe dann die Möglichkeit, hier unter dem Menüpunkt Meldungen sogenannte HTTP-Ausgänge zu definieren. Ein HTTP-Ausgang ist jetzt nichts anderes als ein Befehl zum Senden von diesen HTTP-Links. Name zum Beispiel Arztpraxis geschlossen. Und wie soll der Befehl aussehen? Und dann habe ich hier die Möglichkeit, eine URL-Eingabe zu machen. Und diese URL-Eingabe, da kommt jetzt der Befehl rein von der Türstation. Wenn ihr den jetzt aus der Dokumentation heraus nicht so ganz parat habt, geht ihr einfach hier auf die Online-Hilfe von der Telefonanlage. Denn dort in der Online-Hilfe sind die entsprechenden Themen nochmal aufgeführt. Hier ist, wie kann ich eine Acfeo IP-Video TFE steuern? Und dann habt ihr exemplarisch den kompletten Befehlssatz mit der entsprechenden Syntax. Und hier unten sind auch mal entsprechende Beispiele aufgeführt. Und ich will jetzt einfach mal einen Text ändern, die Klingelgrafik ändern. Dazu kopiere ich mir jetzt einfach mal das heraus und übertrage das jetzt mir hier drauf. Und vielleicht möchte ich jetzt geschlossen, war ja Index 2. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, nochmal ganz kurz gucken, die Vertretung war, hier ist der sogenannte Index 2. Und wenn ich diese Grafik jetzt entsprechend auswählen möchte, dann lege ich hier jetzt einfach eine entsprechende URL-Befehlszeile an. Muss natürlich dann noch die IP-Adresse und auch noch sinnvollerweise natürlich die Benutzeranmeldung mit Passwort und so weiter entsprechend berücksichtigen, so wie ihr es gemacht habt bei euch, und übernehme das Ganze in die Telefonanlage. Das Ganze geht übrigens auch ohne, dass ihr eine Smart Home Lizenz habt, denn standardmäßig können ja auch HTTP-Ausgänge zumindest in begrenzter Zahl angelegt werden. Dazu braucht ihr keine Smart Home Lizenz, um jetzt hier 1, 2, 3 HTTP-Ausgänge anzulegen. Und wenn ich das gemacht habe, kann man hier so einen Test machen, aber im Grunde genommen will der Kunde ja mit der Oberfläche nicht arbeiten. Er will letzten Endes hier eine vielleicht Telefonanlagenfunktionalität nutzen, wo er ein Systemtelefon hat und hat wahrscheinlich eine Taste dann dafür. Und jetzt gehe ich einfach mal hier an mein Telefon und wähle dann das Smart Home Objekt Arztpraxis geschlossen aus. Und damit hat der Kunde dann die Möglichkeit, ganz einfach per Taste diesen Befehl, der in dem Bereich abgelegt ist, dann an die Türstation zu senden. Und wenn ich jetzt diese zweite Taste dann drücke, würde dann die Türstation auch das entsprechende
Klingelschild wechseln. Das mache ich nochmal ganz kurz. Ich drücke jetzt die Taste. Arztpraxis geschlossen, ist jetzt ausgelöst. Und jetzt gucke ich mir ganz kurz in der IP-Video-TFE das an. Ich muss mal kurz einen Refresh machen von der Seite. Und habe dort das Klingelschild geschlossen aktiviert. Und so würde man letzten Endes dem Kunden das Ganze auch nach Zeitsteuerung ermöglichen, freitags abends 18 Uhr oder für Öffnungszeiten von der Werkstatt, wo ihr da entsprechend dem Kunden dann die Umschaltung ermöglicht. Das Ganze kann ich natürlich auch mit einer App noch machen, wo ich in der Ticker Suite, in der Smart Home App von Acfeo die entsprechende Funktionalität habe. Und vielleicht ganz kurz zum Schluss, die Funktionalität, jetzt nicht das Klingelschild auszutauschen, sondern vielleicht eine Alarmmeldung zu machen. Dann würde ich jetzt mir einen neuen entsprechend definieren, zum Beispiel Alarmmeldung. Das ist vielleicht ein Panikalarm oder sowas. Im Panikalarm habt ihr vielleicht irgendwie einen KNX-Taster oder eine entsprechende andere Funktionalität, um so einen Panikalarm auszulösen. Und dann kommt jetzt hier der komplette Befehl wieder. Und wenn ihr den jetzt wieder nicht kennt, dann geht ihr wieder in die Online-Hilfe und sucht euch dann zum Beispiel Texteinblendung mit Aufmerkton oder hier mit der Lautstärke noch von mir aus. Kopiert euch das heraus. Fügt das Ganze ein. Die entsprechende Anpassung wieder auf die IP-Adresse. Show Text 1, Alarm, naja, da machen wir jetzt irgendwie Einbruch. Und dann machen wir noch ein Line 2 von mir aus Hau ab. Leerzeichen muss man URL encoden, das ist in der Online-Hilfe dann entsprechend aufgeführt. Der Ton 1, naja, da machen wir jetzt mal von mir aus eine Sirene und Volume 10 können wir auch nochmal ganz kurz machen. Höchste Lautstärke und das Ganze würde man jetzt letzten Endes noch mit einem entsprechenden Auslöser verknüpfen, wo ich jetzt vielleicht irgendwie einen Paniktaster habe. Wenn der Taster gedrückt wird, dann mach den Ausgang zum zur Panikmeldung der TFE. Das ist eine Verknüpfung. Dazu brauche ich jetzt natürlich dann entsprechende Auslöser. Ich bräuchte halt jetzt hier irgendwie einen entsprechenden Eingang, den ich jetzt hier nicht habe, wo ich jetzt irgendeinen Taster habe, ein KNX-Objekt, ein Ocean-Objekt oder ein Homematic-Objekt oder halt eben, ihr macht das Ganze mit einem Jira-Home-Server, mit einem vButler, mit einem Logzone, mit einem Fibaro, mit einem Homey, entsprechend anderen Smart-Home-Steuerung, wo ihr dann halt den Ausgang zur Alarmmeldung Panik dann wieder macht. Und wenn ich den jetzt auslöse, dann können wir das mal ganz kurz nochmal ausprobieren. Zumindest trocken ausprobieren. Der Auslöser ist jetzt mein Paniktaster hier, ist der Test einfach. Dann sollte jetzt gleich, ich hoffe, das kann man dann auch ein bisschen über mein Mikrofon jetzt hören, die Türstation, die Sirene loslegen. Thorsten schüttelt so ein bisschen den Kopf, kam nicht so richtig rüber. Ich glaube kaum, dass außer mir das einer gehört hat. ihr müsst es einfach mal glauben, ich habe es gehört. Okay, naja, das ist ein Noise Cancelling von den hochwertigen Mikrofonen. Ne? Die sind dann Hintergrundgeräusche, nehmen die dann nicht mehr so gut auf. Ja, das sind so die grundsätzlichen Funktionalitäten der IP-Video-DFE-Türstationen, die eben auch losgelöst von Acfeo ES-Systemen funktionieren. Ich hoffe, ihr hattet zumindest jetzt einen kleinen Eindruck bekommen über die Möglichkeiten und weshalb wir sie eben auch als die einzig wahre Türstation für das Smart Home entsprechend bezeichnen. Habt ihr so ein bisschen verstanden und es kam so einigermaßen rüber. Vielleicht noch als allerletztes eine kleine Besonderheit. Die Türstation selbst kann auch HTTP-Requests senden. Ihr könntet zum Beispiel genauso gut in dem Moment, wo ein Taster gedrückt wird, der Klingeltaster gedrückt wird, könntet ihr auch einen HTTP-Befehl von der Türstation versenden lassen an ein Gira, an eine Acfeo, an eine andere Smart-Home-Komponente, um dann unabhängig von dem SIP-Ruf
auch noch zum Beispiel irgendwie ja einen KNX-Aktor zu schalten, damit die Außenbeleuchtung angeht oder entsprechende Funktionalitäten haben. Das heißt, ihr habt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Diese HTTP-Befehlstruktur ist also, wenn ihr so wollt, bidirektional. Die Türstation kann empfangen, sie kann gesteuert werden, sie kann aber auch selbst HTTP-Befehle senden, um dann andere Komponenten, die das wiederum verstehen, zu verarbeiten. Ja, und ansonsten sind wir jetzt relativ am Ende angelangt. Ich wechsle mal ganz kurz wieder zu der entsprechenden Konfiguration. Ich sage herzlichsten Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Es ist hoffentlich verständlich die Thematik zu euch rübergekommen. Hier nochmal kurz ein Hinweis. Am 3. August gibt es ein kostenpflichtiges Webcoaching zum Thema AES und AMS. Und weitere Webinartermine werden wir euch nach separater Ankündigung dann natürlich noch wieder per Mail zukommen lassen. Jetzt gucke ich mal kurz den Thorsten an. Der hat fleißig geschrieben. Ich hoffe, die Fragen waren da relativ umfangreich. Sind noch welche offen geblieben, Thorsten? Hast du noch welche, die da zum Thema sind? Aber selbstverständlich. Ich habe noch was zum guten Schluss aufgehoben. Da ist eine Frage nach den Texten gewesen, die im Display dargestellt werden. Die Anzahl der Texte sind die definiert, die Textlänge. Du hast ja, ne? Ich glaube, ein String gezeigt, um auch einen Text individuell. Vielleicht zeigst du oder gehst du mal kurz drauf ein, um das Thema nochmal einmal etwas detaillierter zu beleuchten. Also wir haben zwei Möglichkeiten, Texte darzustellen. Das eine ist quasi als Klingelschild in der Erstinbetriebnahme, wenn der Kunde noch keine Grafikdatei hat, dann könnt ihr alternativ auch ein Klingelschild textbasiert definieren. Hier würde man zum Beispiel irgendwie vielleicht Arztpraxis Dr. Mustermann irgendwie reinschreiben und dann von mir aus noch, könnt ihr auch weglassen, die dritte Zeile. Ihr müsst jetzt nicht alle Zeilen definieren. Wenn ich das jetzt übernehme, dann wird skaliert. Das heißt, in Abhängigkeit von der entsprechenden Größe wird jetzt hier, also der Textgröße, der Anzahl der Buchstaben wird hier ein bisschen skaliert. Ihr werdet das sofort sehen. Dr. Mustermann, Meyer und Kollegen, wenn ich das jetzt in einer Zeile mache, dann wird das komplette auf die zweite Zeile skaliert. Das heißt, es wird alles kleiner. Bis man es dann irgendwann nicht mehr lesen kann. Also insofern sind diese Textfelder tatsächlich eigentlich relativ unendlich. Die Frage ist, ob ihr noch was lesen wollt im Display oder halt nicht. Und gleichermaßen sind diese Texte auch dann, diese Darstellung, wie ich jetzt hier das mit dem Klingelschild gemacht habe, dann gleichermaßen bedeutend für die Textdarstellung, für die Smart-Home-Steuerung. Fenster geöffnet, Alarmanlage scharf geschaltet und so weiter. Macht ihr das mit einer Zeile, zwei Zeilen, drei Zeilen? Ihr könnt über diese Display-API könnt ihr maximal drei Zeilen auch beschreiben. Und je nachdem, wie viel Text ihr darstellt, wird dann eben die Inhaltsdarstellung kleiner. Aber grundsätzlich fast unbegrenzt. Ich glaube, 256 Zeichen können maximal in eine Zeile. Und die Anzahl der HTTP-Requests, die da reinkommen können, sind durch die externen Geräte definiert, also nicht durch die TFE. Das heißt also, wenn ich da 100 verschiedene HTTP-Requests habe, die ich zur TFE schicken kann, hätte ich da auch 100 verschiedene Texte. Das reguliert die TFE nicht. Nein, also letzten Endes, das ist einfach eine freie eine Syntax, freie Befehlsdefinition. Das heißt, diese API gibt einfach eine entsprechende Syntax vor. Das ist erstmal so grundsätzlich hier oben definiert. Und dann habe ich hier verschiedene Werte, die ich dann reinsenden kann. Und dazu kann ich die Vordergrundfarbe definieren, die Hintergrundfarbe. Vielleicht möchte ich eine Alarmanlage scharf geschaltet in grün haben. Alarmanlage konnte nicht scharf geschaltet in rot haben und so weiter. Und das ist dann letzten Endes wirklich frei individuell definierbar. Das heißt, da kann jeder selber den URL so zusammensetzen, wie er gerne haben möchte. Und den Text kann er auch so zusammensetzen, wie er haben möchte. Das heißt, hier gibt es keine Beschränkung in der Anzahl an entsprechenden URL-Links, die jetzt die Türstation verarbeitet. Für die Klingelschilder haben wir 10 feste Vorgaben. Die müsst ihr ja vorher eingeladen haben in den Speicher der Türstation. Aber diese Textmeldung, da könnt ihr beliebig definieren, wie ihr wollt. So, dann haben wir
Das kann ich aber auch beantworten. In einem Netzwerk müssen intern erstmal keine Ports freischalten. Für die TFE, dann natürlich für die SIP-Mechanik. Die ganz normalen SIP-Ports, die es da gibt, von 50, 60 angefangen, wenn ich dann irgendwelche Ports freischalten muss. Für den Webzugriff, der geht über 443, ist ein HTTPS-Login. So, jetzt gucke ich den Lars an. Der wird dann, wenn er noch weitere Ports hat, jetzt das ergänzen. Also generell, das erinnert mich so ein bisschen an eine Anfrage, die ich gestern gerade hatte, wo ein Kunde eine Zentrale hat und drei Außenstellen und an drei Außenstellen sollte jeweils eine IP-Video-TFE dann in Betrieb genommen werden. Da freuen wir uns natürlich dann auch sehr drüber. Generell muss man einfach dazu sagen, liebe Jungs da draußen, liebe Leute, liebe Fachhändler, Handelskollegen, die ihr da so seid, bitte macht eine VPN-Verbindung. Kein Port öffnen. Bitte heute nicht mehr. Nein, nada, niente, nie. Das ist einfach in der heutigen Zeit zu gefährlich. Macht eine VPN-Verbindung von mir aus von Fritzbox zu Fritzbox oder sowas, wenn ihr jetzt keine entsprechenden ja, höherwertigen Router-Komponenten da im Einsatz habt. Aber bitte gebt keine Ports frei. Und dann braucht ihr euch um solche Fragen auch echt keine Gedanken zu machen. Dann nehmt die Türstation bitte erst im lokalen LAN in Betrieb, wenn da ein entsprechendes transparentes VPN aufgebaut ist, was ja dann Standard ist. Fahrt ihr rüber in die ja, Filiale, in die Außenstelle und steckt die Türstation im Betrieb in den PoE-Switch, nehmt die dort in Betrieb und dann wird sie sofort funktionieren ohne jegliche Portfreigabe. Bitte, bitte, bitte keine Portfreigabe machen. VPN. So, dann haben wir noch zwei Fragen. Kann man die HTTP-Befehle mit einem Rufprofil verknüpfen? Ich verstehe jetzt nicht ganz den Hintergrund der Frage, aber generell kann man natürlich Telefonanlagenfunktionalitäten mit der Smart Home Welt verbinden. Dazu gibt es die entsprechenden Wege. Insofern könnte ich jetzt auch irgendwie mir einen Ruf ausdenken, der reingeht auf ein Rufprofil und dann auch irgendwie einen HTTP-Request auslöst. Also ich könnte theoretisch auch per Anruf jetzt die Türstation steuern, wenn das jetzt vielleicht gemeint ist. Ja, das stand so als Frage. Ich gehe davon aus, dass man über einen Ruf halt eben einen HTTP-Request schicken kann. Das können wir ja letztendlich, weil ja bei uns auch die ganzen Smart Home-Benutzer ja auch eine Benutzernummer, eine Intern-Nummer zugewiesen bekommen, die ich dann durch interne Anwahl ja auch auslösen lassen kann. Ja, wenn das damit gemeint ist, das ist dann auf jeden Fall machbar. So, und dann kam noch eine Frage, und ich gehe jetzt auch mal davon aus, die kam zeitlich in der Erklärerei mit den HTTP-Request, kann man damit auch das zweite Relais ansteuern? Ich beziehe das jetzt mal auf das Thema, kann ich mit einem HTTP-Request auch das zweite Relais ansteuern? Derzeit ist die Steuerung durch HTTP-Requests von externen Komponenten auf diese Display-Inhalte beschränkt. Das heißt, derzeit gibt es jetzt keine Möglichkeit, die Relais der Türstation über HTTP zu steuern. Das jetzt nicht. Das ist allerdings ein To-Do, deshalb schmunzel ich gerade so ein bisschen. Du darfst gerne schmunzeln. Ich gucke gerade, eine Frage ist gerade noch reingekommen. Man benötigt daher für jeden Klingeltaster einen Namen. Muss man das entsprechende Bild dann halbieren oder gibt es für jeden Taster ein eigenes Bild? Das bezieht sich auf die Zwei-Taster-Variante. Wenn du das ganz kurz nochmal. Wenn ich eine Zweitaster-Variante habe, ich gehe nochmal hier in die Klingelschild-Variante, dann habe ich weiterhin natürlich ein Display. Ihr habt es vorhin in der Präsentation gesehen. Die Türstation verändert sich ja nur in der Form, dass quasi die zwei Klingeltaster links vom Display rutschen. Das heißt, die JPEG-Grafik müsstet ihr gedanklich so unterteilen, dass quasi in der Mitte irgendwie die Trennung ist. Obere Hälfte dann letzten Endes für den ersten Klingeltaster, untere Hälfte dann für den zweiten Klingeltaster. So, wenn du mich jetzt anguckst und auf eine weitere Frage wartest, muss ich dir jetzt leider mitteilen, dass ich jetzt ein weißes Blatt Papier vor mir habe. Das ist super, Thorsten, denn in 9 Minuten wolltest du ja zu Schalke aufbrechen. Auf Schalke aufbrechen? Zu Schalke aufbrechen? Auf Auf Schalke. Schalke aufbrechen.
Das hört sich schon scheiße an. Das kann nur ein Schalker so sagen. Die Kollegen in der Welt sollten mir bitte nachsichtig sein. Ich bin Dortmunder. Insofern, ja, dann denke ich, sind wir durch. Ich freue mich, dass die Fragen auch so entsprechend zahlreich waren. Ich hoffe, es war ein interessanter Tag. Mir hat es Spaß gemacht. Wir werden euch gerne wieder zu den nächsten Webinarterminen einladen. Nutzt das schöne Wetter, zumindest hier in Bielefeld, schön warm, sonnig und vor allen Dingen bleibt gesund. Und wie der Kollege Frank Riepe immer sagt, geht nach draußen und verkauft reichlich Akfeo-Komponenten. Dankeschön. Den schließe ich mich heute an. Thorsten, du hast das Schlusswort. Ja, dann mache ich das richtig schalkig, ne? Dann haue ich noch ein Glück auf ins Wochenende rein. Dankeschön. Tschüss.